Und damit hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich bin der Dicke und oh mein Gott, Lebenserhaltungssysteme bei 75%. Da müssen wir natürlich direkt mal Abhilfe schaffen. Das heißt hier rein und auch so langsam sieht das hier echt gut aus mit dem Inventarplatz. Einmal hier aufladen und ich möchte da bitte Plutonium reinhauen. Sehr schön. Wobei ich hätte auch, ach siehst du, den Energiekanister nutzen können. Na gut, so ist das halt. Hier gleich mal noch ein bisschen die Plutonium-Vorräte aufgeladen. Und ja, was habe ich vor? Ich möchte eigentlich, ich finde das toll, dass ich mal auf einem Planeten bin, wo hier nicht. Ah, aber hier wird's kalt. Gut, aber Kälte ist ja eigentlich so ein Ding, da kann ich mit leben, mehr oder weniger. Warte mal, ich habe ja jetzt auch ein bisschen Platz im Inventar. Ich könnte ja hier mal Technologie installieren. Warte mal, Kohlenstoff, Eisen, Wärme, Schicht Sigma, Lebenserhaltungssysteme plus 2. Das wäre eigentlich auch mal so eine Idee, ne? Ich weiß nicht, also irgendwas. Warte mal, Kühlmittelnetzwerk. Aber ich habe doch eigentlich schon. Nee, habe ich nicht. Antippen. Rezept anpinnen. Was ist ein Anpinnen? Achso, dann habe ich das hier so ausgewählt, oder was? Okay. Sehr schön. Das heißt, ich brauche Eisen, ich brauche Kohlenstoff. Das heißt, ja, Kohlenstoff sollte ja eigentlich kein Problem sein. Oh, hier fliegen übelst Raumschiffe rum. Krass. Okay, okay, okay. Machen wir. Kriegen wir hin. Ich guck mal kurz, wenn ich hier das Ding verballer. Zack, da kommt Kohlenstoff raus. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr. Da kommt Eisen raus. Auch nice. Oh, oh. Da kriegt schon jemand wieder einen Rappel. Ich lade mal gleich um. Ist alarmiert. Schießt. Okay. Dann ist das so. Sag mal eben Ruhe gemacht hier. War's das? Das war's. Sehr schön. Weiter geht's. Achso, das war Eisen. Ich brauche Kohlenstoff. Und das sollte dann auch fast schon reichen. Glaube ich. So, das heißt, ich kann mir hier mal so ein Kälte-Dings bauen. Übertragen. Muss ich das hier auch so? Nee, das hier muss ich das nicht so machen, ne? Temperatur stabilisiert sich. Okay, es wird wieder wärmer. Gut, dann lasse ich die Rohstoffe erstmal so, wie sie sind. Und ich würde sagen, ja, wir laufen mal ein Stück. Ich scanne erstmal. Hier gibt es, ja, nicht sonderlich viel. Da drüben ist auf jeden Fall erstmal was. So, da gehen wir hin. Und ich würde sagen, ja, wir machen das ähnlich wie auf dem ersten Planeten. Ist da schon wieder einer, der da ein bisschen ein Problem hat mit mir. Ich weiß nicht. Ich habe erstmal auf den Blitzwerfer geladen hier. Er scannt. Ja, gut. Dann ist das so. Oh, was? Ach so. Okay, okay, okay. Hier gleich wieder übelst Alarm. Zack. Auch mal gerade gemacht hier. Jetzt ist erstmal Ruhe, glaube ich. Ich sehe aktuell keine weiteren Drohnen. Warte mal, oh, was haben wir hier? Ist das hier wieder Tamium? Jo, sehr schön. Kurz mal das Inventar gecheckt. Also viel Platz habe ich jetzt an sich gar nicht mehr, ne? Ich habe aber theoretisch im Raumschiff jede Menge Platz. Da habe ich also nahezu jede Ressource verbraucht. Oder nicht? Ach nee, genau, ich habe das verloren, nicht verbraucht. Wie auch immer. Ich laufe jetzt erstmal los hier. Und bewege mich in Richtung dieses Fragezeichens dort drüben. Und erkunde einfach erstmal einen Planet. Mein großes Ziel ist es ja, irgendwann mal ein Raumschiff zu finden. Was irgendwie ziemlich cool ist. Dann. Das da hinten ist Heridium, oder? Da kommt auch schon wieder so ein Drohnending. Immer noch? Hallo? Achso, ich hab. Ah, ich hätte nachladen müssen. Okay, okay, kein Problem, kein Problem. Zack und zack. Hier mal eben die neuen Trümmer. Bauplan bereits bekannt. Okay, okay, kein Problem. Unruhig. Ich lade lieber vorher mal kurz nach. Bevor es hier zum nächsten großen Zwischenfall kommt. Wir müssen hier außen rum. Ich will auch irgendwann mal ein besseres Jetpack haben. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn man hier einfach mal so durch die Kante fliegen kann. Oh. Warte mal. Das sind doch diese. Ah, genau. Atlas Pass V1 benötigt. Antimaterie gefunden. Gag-Amulett gefunden. Nichts gefunden. Platin-Inventar voll. Okay, okay, okay. Habe ich verstanden. Passiert.
Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall demnächst mal jemanden finden, mit dem wir hier wieder ein bisschen handeln können. Was war das schon wieder? Ach hier, der schon wieder jetzt. Bergbau? Nein. Ich möchte Blitzkanone. Bam. Also die sind hier ganz schön... Okay. Inventar voll. Die sind ja ganz schön energisch, die Kollegen. Ist nicht so cool. Also sonst war es auch immer so, man killt da mal eben zwei und dann ist Ruhe. Hier ist auf jeden Fall so ein Raumschiff-Rufteil. Das ist doch schon mal ziemlich cool. Oh, so ein Carport hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Störenfried, 20 Wächter zerstört. Ja, sehr schön. Immer wieder gerne. So, warte mal, ich wollte nicht schießen, war ich jetzt drauf gedrückt. T? Was war T? Ach, T ist die Lampe. Ich wollte eigentlich immer kurz auf den Bergbaustrahl wechseln und hier die Plutonium-Vorräte. Ach, okay. Inventar ist voll. Nee. Wie auch immer. Einmal hier rein. Ist hier jemand? Hier ist niemand. Schade, aber hier gibt es was Neues zu holen. Oha. Das hatte ich doch letztens schon hier. Das war doch hier 720 war das. So. Sehr schön. Notfallsignal entdeckt. Irgendwo da drüben. Ah, gar nicht so nah. Aber kein Problem. Wir haben ja Zeit. Und wie gesagt, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf diesem Planeten erstmal ein bisschen zu verweilen. Upsala. Jetzt habe ich meinen Popschutz vom Mikrofon umgepoppt. Das war komisch. War es das jetzt hier? Das war's schon. Okay, schade eigentlich. Ich dachte, hier gibt es noch ein bisschen was. Also auf diesem Planeten ein wenig verweilen, weil, ja, man muss ja die Gelegenheit nutzen, dass hier ausnahmsweise mal kein Gift oder Atomzeug irgendwas ist. Das ist schon ganz, ganz praktisch so. So, hier geht's in eine Höhle rein. Ob wir durch diese Höhle irgendwo wieder rauskommen, ich glaube eigentlich fast nicht, ne? Und bevor ich das jetzt hier, ja, probiere, da ist schon wieder so ein Typ. Aber... Okay. Ich weiß nicht, was er hier für ein Problem hat, beziehungsweise was die hier für ein Problem jetzt haben. Oh. Kommen gleich mehrere Rätsel. Okay. Inventar ist immer noch voll. Dann ist das so. Ich warp mich hier mal eben hoch. Zack. Und da geht's weiter. Wie lange brauchen wir bis dahin? Abgestürzt. Oh, das ist ein abgestürztes Schiff. Leute. Das ist cool. Das könnte spannend werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wäre natürlich ziemlich cool, jetzt wo mein Schiff ja sowieso gerade mehr oder weniger ein bisschen gedamaged ist. Aufgrund der jüngsten Ereignisse im Weltall. Warte mal, da hinten waren wir vor uns, ne? Ja, das haben wir uns schon geholt. Wäre das natürlich cool, wenn ich jetzt gleich ein Schiff finde, was irgendwie cooler ist als meins. Oh, hier leuchtet schon wieder was. Inventar ist voll, okay. Kein Problem. Ja, ich könnte natürlich auch ein bisschen was ins Raumschiff verfrachten. Das ist wohl richtig. Aber ich lasse es jetzt einfach erstmal. Wobei, eigentlich wäre das durchaus sinnvoll, ne? Dann könnte ich hier gleich... Ach, egal. Wir laufen jetzt erstmal dahin. Und dann wird alles besser. Ich weiß gar nicht, kann man sich sein Sprintmodul hier auch irgendwann noch upgraden? Ich gehe fast davon aus, ne? Ich glaube, da schon mal irgendwas gelesen zu haben, beziehungsweise gesehen zu haben sogar. So, eine Minute bis zum Raumschiff. Ich bin sowas von gespannt, Leute. Das wird cool. Das wird richtig cool. Hoffe ich. Da drüben ist es. Da drüben ist es. Ich, vergesse hier immer zu scannen. Eigentlich müsste ich viel öfter scannen, aber so viel krasses Zeug gibt es hier gar nicht. Okay, einmal hier runter. Das hier können wir doch bestimmt mal analysieren. Jo. Sehr schön. Neta, irgendwas. Hier können wir auch ein bisschen was analysieren. Ist jetzt egal, wir wollen jetzt hier nichts analysieren, wir wollen das Raumschiff haben. Oder zumindest erstmal sehen, was es für eins ist. Ah, ich hoffe ja, so ein richtiges Männerraumschiff hier. Meilenstein erreicht.
todesmutig. Okay. Es ist ein pinkes Raumschiff. Das ist natürlich, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber wir gucken mal rein. 15 Plätze. Ach Mann. Aber hier irgendwas beschleunigt das Feuern. Strahlen aufprall. Also ja, ist auf jeden Fall ein bisschen was am Start. Aber nein, 15 Plätze werde ich nicht reparieren. Das lohnt sich fast nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier auf diesem Planeten bestimmt noch andere Raumschiffe sind, die wir früher oder später bestimmt auch finden werden. Oh, was ist das? Notrufsignal. Ich möchte die Schifftechnologie analysieren. Neue Technologie entdeckt. Strahlenaufprall. Das hatten wir aber eigentlich schon. Ach hier, das ist jetzt plus 2 und so. Okay, okay, okay. Alles wird gut. Alles wird gut. So. Wo machen wir uns jetzt hin? Wir haben hier unten in 1,30 Entfernung was. Wir haben da drüben in 2,10 Entfernung was. Ja, dann nehmen wir doch die 1,30 Geschichte hier. Ich springe hier einfach mal todesmutig runter. Wahnsinn, was hier abgeht. Plutonium. Jede Menge Plutonium am Start. Zack. Weil so ganz gesund sieht das hier auf diesem Planeten halt auch nicht aus. Hier mit dem ganzen Rot und so und... Also so wie das jetzt hier, das sieht auch so ein bisschen nach Sturm aus. Ich könnte mir vorstellen, hier zieht demnächst bestimmt ein Sturm auf. Und dann haben wir hier wieder übelste Arschkarte und müssen irgendwie in Sicherheit. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Weil wenn sich das jetzt so weiter beibehält, dass man jetzt hier, ich sag mal so alle 2 Minuten irgendwie eigentlich was findet, was irgendwie cool ist. Wo man sich unterstellen könnte im Zweifel. Was haben wir hier? Oh, da ist auch was. Ach nee, von da kommen wir, glaube ich, ne? Emeril könnte man auf jeden Fall mitnehmen, aber ich habe schon wieder keinen Platz im Inventar und ich möchte jetzt keinen Platz schaffen. Und... Was ist mit den... Warte mal, was ist denn das hier? Was war denn, das war doch hier so eine Kugel, ne? Die bringen auch... Komm, okay, ich mache jetzt hier ein bisschen Platz. Das heißt, hier kommt ein bisschen was weg, das Plutonium kommt ein bisschen rüber, das kommt rüber. Emeril haben wir auch noch, Titan. Hier diese ganzen... Stackbaren Rohstoffe können eigentlich erstmal ins Raumschiff. Und... Jo. Dann kann ich hier den Gravitino-Ball auf jeden Fall mal mitnehmen und so weiter. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Wo kommen denn die schon wieder her? Was haben denn die für ein scheiß Problem hier? Oh mein Gott, ich muss hier weg. Und jetzt natürlich nichts, um sich hier irgendwie in Sicherheit zu bringen. Hier haben wir noch so einen Ball. Das ist natürlich pures Bargeld. Kommen die jetzt hier mal über den Berg? Es sieht fast nicht so aus, oder? Doch, da kommt jemand. Oh mein Gott. Zack. Alles geklärt hier, alles geklärt. Was? Dimensionale Matrix. Aha. Schild steigt. Sturm. Ja, ich wusste es. Verdammt, jetzt kommt hier so ein Sturm. Und ich stehe hier irgendwie mitten in der Pampa. Nichts zum irgendwo unterstellen oder so. Oh, oh, oh. Ich sehe auch gerade keine Höhle. Ist mir egal. Die Trümmer nehme ich noch eben mit. Da hinten. Das könnte eine Höhle sein. Schaffen wir das noch? Ich vermute fast schon, ja. Ich scanne nochmal kurz. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Cooles. Gerade nicht. Da ist schon wieder so eine lustige Kugel. Wärmeschutz bei 50%. Zack. No, jetzt kommen ja auch noch so Wächter. Eieiei, Leute, echt jetzt? Reicht das hier, um sich vor einem Sturm zu schützen? Die können ganz schön weit schießen, ne? Das scheint hier nicht zu reichen, um sich vor einem Sturm zu schützen. Echt jetzt? Hier geht's runter. Temperatur stabilisiert sich. Okay, sehr cool.
Wie kann ich denn mein Fahndungslevel jetzt hier etwas verringern? Ich meine, das kann doch nicht wahr sein, dass hier permanent irgendwelche krassen Typen ankommen und übelst auf mich ballern. Wächtereinheit deaktiviert. Wächtereinheit alarmiert. Muss nachladen. Ach ja. Das ist schon heftig hier, oder? Wächterverstärkung schwärmt. Oh, Leute. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Verhindere, entdeckt zu werden, um zu fliehen. Okay, das sollte ich vielleicht tun. Es stürmt immer noch ziemlich heftig. Okay, Sturm löst sich auf. Hier geht's runter in so eine Höhle. Temperatur stabilisiert sich. Okay, also das wäre eigentlich... Oh, was ist das? Eine Möglichkeit, hier erstmal ein bisschen sich in Sicherheit zu bringen. Man sieht aber auch nicht wirklich hier so eine Anzeige von wegen, ja, hier so und so sieht das hier mit deiner Sicherheit gerade aus. Ach, hier war ich doch gerade eben. Okay, da hätte ich auch einfach durchgehen können. Achso, ich glaube, die haben da einfach ein Loch reingeschossen hier, die Wächterdrohnen. Wie weit ist denn das da weg? 1,30. Hier ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen Emeril. Den nehmen wir mal mit. Oh, ich wollte eigentlich nicht mit dem Blitzwerfer hier. Okay. Das hat sich mal ganz gut gelohnt hier. Inventar ist voll. Okay, okay, okay. Alles klar, ich verstanden. Das hier mal einmal rüber zum Schiff. Und so langsam brauche ich hier wirklich mal jemanden, mit dem ich handeln kann. Um das ganze Zeug mal loszuwerden. Also wir kommen von da oben. 1,55. Hier geht es auch lang, aber ich gehe fast davon aus, dass das außerhalb dieser Höhle hier sein wird. Allerdings kann das ja durchaus sein, dass man aus dieser Höhle auch noch irgendwo anders rauskommt, oder? Ich weiß nicht, ist das wahrscheinlich? Es gab mal in unserem Promotion-Video auf jeden Fall auch die Möglichkeit, hier irgendwie seinen Laser zu pimpen. Um dann auch irgendwie hier Schaden an der Umgebung anrichten zu können. Also so richtig Löcher buddeln und so. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier raus. Und hoffe einfach, dass da jetzt nicht irgendwelche Drohnen rumtigern, die auf mich warten. Ich sehe aktuell keine. Aber wenn, dann hätten sie mich wahrscheinlich schon gesehen. Und dann wäre hier schon wieder große Alarmierung und. So, komme ich hier irgendwie hoch? Sehr schön. Einmal darüber gesprintet. Momentan wurde ich noch nicht aufgeklärt. Oh oh. Achso, okay. Das war nur eine Pflanze. Alles gut. Keine Panik. Einmal kurz hier einen Scan durchgeführt. Da gibt es noch so ein grünes Ausrufezeichen. Das ist bestimmt wieder so eine lustige Kugel. Habe ich jetzt noch Platz für so... Ah, komm. Eine so eine Kugel nehmen wir noch mit. Im Zweifel wegschmeißen können wir sie immer noch. Na, genau, alles klar. Kampfeinheiten, ich wiss. Muss hier mal irgendwie so ein bisschen in Deckung gehen hier. Oh, ich habe daneben geschossen. Okay. Puh, gucken wir uns erstmal an, was hier los ist. Hier gibt es erstmal wieder so ein Sprachlerngedöns-Teil. Das ist schon gut. Klicken wir direkt mal dran. Vielleicht wird uns da jemand etwas freundlicher gesonnen, wenn wir das jetzt aktivieren. Heieiei. Leute. Da kriegst du echt eine Krise hier, ne? Das ist der Wahnsinn. So. Alle, die unsere Worte hören, bla bla bla, yo, Hilfe bei der Sprache, danke. Ungewöhnlich, Gagwort. Oh, oh, da ist schon wieder so ein Ding.
Es hat mich nicht gesehen. Es hat mich nicht gesehen. Das ist gut. Hier drüben. Ach nee, das war das, was wir gerade gefunden haben. Hier. 2 Minuten 18 entfernt. Das tun wir. Oder? Tun wir das? 2 Minuten 14. Ich glaube, nach da sieht es cooler aus. Ein bisschen weitläufig und so weiter. Nee, wir gehen hier lang. Auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wo es war. Aber irgendwo wird es schon sein. Hier ein bisschen auf den Berg hoch, dann wird das auf jeden Fall bergab alles ein bisschen besser. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier so langsam vorbei ist mit dieser komischen ich werde verfolgt Geschichte. Hier ist noch so eine Kugel, lasse ich jetzt erstmal. Ich hätte mal Bock auf noch so ein Raumschiff, ne? Das wäre schon echt cool. Okay, 2 Minuten. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal hattet, dass, ja, ich sag mal, mehrere so Raumschiffe halt irgendwie nah beieinander waren. Hier drüben gibt es jede Menge Maschinen. Oder ob das tatsächlich ja so ist, dass die Raumschiffe immer einen gewissen Abstand zueinander haben. Was ist das? Das sieht total cool aus da hinten, dieser Stein. Ist das wieder so ein Monolith? Da sind bestimmt dann wieder Wissenssteine in der Nähe und so weiter. Ich scanne mal schon mal fleißig. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Aber Monolith klingt auf jeden Fall schon mal nicht nach, da ist irgendjemand, mit dem man handeln kann. Was allerdings schade ist, ja. Weil, so langsam, gucken wir mal rein. Ja. Ich hätte ein bisschen was zum Loswerden. Aber nun gut. Alles wird gut. Es sieht tatsächlich so aus, als hätten die Druidika ist mich hier inzwischen jetzt in Ruhe gelassen oder so. Wobei, das habe ich ja schon mal gedacht. Und dann auf einmal war hier übelst Party hart. Noch eine Kugel. Oh. Eieiei, okay, das ist auf jeden Fall wieder ein größeres Ding hier. Mit dem einen oder anderen Wissensstein. Komme ich darüber? Schaffe ich's? Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Doch, ich schaff's. Ich hab's geschafft. Wow. Sehr schön. So, nochmal scannen. Zack. Haben wir hier erstmal Gagwort für Sprache. Gagwort für Achtung. Okay. Verstehe. Abscheulichkeit. Okay. Warum auch nicht? Kann man mit leben. So, zack. Inventar. Ich muss hier weg. Oder? Wieso brauche ich jetzt hier für das Ding Inventar Platz? Gut, da muss ich irgendwas wegschmeißen. Komm, eine so eine komische Kugel. Lässt mich das Ding jetzt in Ruhe oder macht das jetzt hier Dummheiten? Ich aktiviere erstmal das Teil hier. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht beschossen. Während ich wusste es. Eis schmelzen. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, was da jetzt tatsächlich stand. Kreatur reißt Augen auf, Hand packt meinen Hals, schiebe zurück, tiefen, missbilligt, was? Ja, okay. Ich werde beschossen. Würdet ihr mal bitte... Ich nehme Schaden. Während ich hier von so einem komischen Ding beschossen werde, ist das denn nur... Oh. Verstärkung schwärmen aus. Um Gottes Willen, meine Lebenserhaltungssysteme sind auch am Arsch. Jetzt ist es schon wieder, hier High-End hier. Ich muss hier mal kurz irgendwie versuchen klarzukommen. Ich versuche mal hier rüber zu hovern. Hat geklappt, sehr schön. Ich drücke mal kurz Scan. Okay, die Dinger blinken inzwischen schon wieder. Wo rennen wir jetzt hin? Ich muss ja auf jeden Fall erstmal... Okay, Wächtereinheit deaktiviert, sehr schön. Ich muss erstmal die Lebenserhaltungssysteme jetzt irgendwie pimpen. Energiekanister, zack, sehr schön. Wächtereinheit deaktiviert. Oh ey, das ist aber auch eine Unruhe hier, sage ich euch. Echt krass. So, wo habe ich... Da ist ein Wissensstein. Den nehmen wir mit. Komm. Auf der Suche nach dem nächsten. Da drüben ist irgendwas Großes. Auch wenn mir da noch kein Fragezeichen angezeigt wird. Aber da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Und ich hoffe, ich finde da mal irgendwann irgendwas. Irgendjemand... Raumschiff. Wort für Raumschiff. Sehr schön. Das heißt, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, ja, da und da ist ein Raumschiff abgestürzt, dann würde ich das sogar fast mitbekommen. Ey, ich werde schon wieder beballert. Ey, Leute. Das ist doch scheiße.
Ich meine, nur weil ich immer ein bisschen Rohstoffe geklaut habe. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und ich bin hier auch noch voll in so einer komischen Kuhle drin. Ich bin gleich tot. Kritischer Schaden. Nicht cool. Okay, okay. Wächtereinheit deaktiviert. Ich weiß nicht, ob die das merken, dass ich hier nahezu down bin und deswegen ab und zu einfach mal unterbrechen. Vielleicht wollen die ja nur mit mir spielen. Die wollen gar nichts Böses, die wollen nur spielen. Ich müsste mich vielleicht auch mal ein bisschen heilen. Kann ich mich heilen einfach mal so irgendwie? Und was sind das für komische, lustige Vierecke mit diesem komischen, lustigen, ich sag mal, roten Kreuz, was in Grau dargestellt wird da? Scanner wird aufgeladen. Ich versuche ja mal eben hochzukommen irgendwie. Reicht's? Es reicht. Okay, da drüben ist die Basis. Die mir immer noch nicht als Fragezeichen angezeigt wird. Vielleicht ist das ja irgendwas total Geheimes oder total Krasses. Erschöpft, Ausdauer. Ich sehe, da ist schon wieder so ein Wächterding. Oh, jetzt haben die schon wieder alarmiert. Echt jetzt? Okay, schnell weg hier. Schnell weg hier. Alter Schwede, ey. Boah. Verdammt. Es ist... Irgendwas da ist irgend so ein Fragezeichen. Aber hä? Das ist doch nicht... Das gehört doch nicht hier hin. Ich glaube, hier gibt es einfach keinen Speicherpunkt. Reisemeilenstein entdeckt. 30 Wächter zerstört. Ja, ich wünschte, es wäre nicht so. Ich glaube, ich reite mich hier immer weiter in die Scheiße. Je mehr von den Typen ich kille, desto agromäßiger werden die. Und desto weniger cool ist meine Lebensqualität hier. So. Nichtsdestotrotz gucken wir hier mal kurz durch. Hier gibt es wieder so ein lustiges Pult. Das ist doch schon mal was. Gag-Sendeturm. 99, 92, 86, 81, okay, minus 7, minus 6, minus 5, das heißt, wir bräuchten jetzt eine 77, wa? Scheint geklappt zu haben. Sehr schön. Irgendeine Station entdeckt. Okay, was auch immer das jetzt war. Was ist das? Abgestürztes Schiff. Ankunft. Eine Stunde. Okay, vielleicht können wir von hier aus das Raumschiff irgendwie rufen. Dann könnten wir da mal hinfliegen. Hoppla. Und das sieht gut aus. Hier steht auf jeden Fall jemand rum. Ah, jetzt ist er weg. Schade, mit dem hätten wir handeln können. Glaube ich, aber vielleicht ist ja hier drin jemand. Jo, grüß dich, meiner. Temperatur stabilisiert sich. Ich würde gern mit dir quatschen. Okay, der hat nichts zum Handeln offensichtlich. Hier gibt es eine Technologie. Irgendwas plus 3. Dann haben wir hier Terminal Galaktischer Markt. Genau das Ding brauche ich. Und zwar möchte ich Gegenstände aus dem Inventar verkaufen, bitte. Und ja, komm, ich verkaufe jetzt auch diesen Atlasstein hier. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ach, verdammt. Egal. Ich mache es mal das Neutrino-Modul weg hier. Dann haben wir hier Dimensionsmatrix. 15.000. Und dann haben wir hier auch noch diverse Kugeln für 169.000. Ja, komm, die machen wir erstmal weg. Den Rest lasse ich erstmal da. Glaube ich. Antimaterie. Die brauchen wir ja ab und zu für irgendwelche Dinge. Nee. Soll das mal reichen? Ich meine, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Das passt schon. Schild. Erstmal wieder erhöhen. Schild steigt. Sehr schön. Erste Hilfe. Damit haben wir auch erstmal wieder Gesundheitswerte irgendwie erhöht. Geht's hier raus? Ja, hier ging es raus. Hier ging es auch raus. Hier können wir noch ein neues Wort lernen. Händler. Sehr schön. Und dann können wir mit ihm jetzt hier mal quatschen. Oh, Reisemeilenstein entdeckt bestimmt hier. Lernen so und so viele Worte. Ach nein. Geschäftstüchtig. Schon jede Menge Kohle verdient. So muss es sein. Und ich sehe schon, die Folge neigt sich auch so langsam hier dem Ende entgegen, aber keine Panik, wir machen hier noch eben ein bisschen.
Freund, Gaghändler, Gaghändler, Freund, Sprache. Ich hab nischt, Kumpel. Ich hab nischt. Ich kann dir nischt geben. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. So. Überbrückungsschiff, Chip für Raumschiff rufen. Hier drüben geht's noch rein. Komm, das gucken wir uns nochmal eben an. Diplomat Aliens getroffen. 20. Ankunft 1.30. Das ist ja schon eine ganz schön große Basis, so wie das aussieht, ne? Also es waren jetzt mehrere Gebäude am Start. Eine Stunde, ey. Ich würde das ja gerne heute... Oh, nee, echt jetzt? Da ist wieder so ein Kollege. Hat er mich schon gescannt oder hat er mich schon als feindselig identifiziert? Okay, ich glaube, der hat mich noch nicht mal mitgekriegt. Sehr schön, okay. Weiter geht's. Hier mal eben rein. Oh ja, hier gibt's auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das nehmen wir eben nur mit. Zack. Also 9183 1839 38 91 und dann brauchen wir irgendwas, was mit 3 anfängt und zwar mit 3918. Das hier. Einen Ort in den Tiefen des Weltraumes. Okay, wieder so ein Monolithending hier. Sehr nice, aber dann interessiert mich das abgestürzte Raumschiff natürlich deutlich mehr. Gut, schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz schon mal was gefunden. Das ist doch cool. Was haben wir hier? Hier können wir erstmal wieder ein bisschen Guthaben transferieren. 700 Units irgendwo hin transferiert. Sehr schön. Hier gibt es eine Technologie. Querschläger. Von wo kamen wir jetzt eigentlich rein? Wir kamen rein von hier, richtig? Ja, kann sein. Das heißt, ich laufe immer... Ah, hier ist wieder irgendwas zu. Atlas Pass V2. Natürlich. Was auch sonst. Und ich gehe davon aus, hier wird es ähnlich sein. Yep. Okay. Dann ist das so. Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Das da drüben könnte ein Speicherpunkt sein. Es ist schon wieder Sturm. Es ist schon wieder Sturm. Okay. Ich speichere jetzt hier einmal. Und das soll diese Folge dann auch beenden. In der nächsten Folge gucken wir auf jeden Fall, dass wir zu dem Raumschiff kommen. Was hier irgendwo abgestürzt ist. Und dann würde ich sagen, jo. Kommentar da lassen, wie es euch gefallen hat. Daumen hoch, runter, wie es euch gefallen hat. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. No Man's Sky. Ich bin der Digge. Bis dahin.